machen, jagen und schießen. Schießen muss Spaß machen. Das Vorbeischießen ist paradoxerweise ein Teil des Schießens. Und würde man nicht ständig in der Gefahr sein, vorbeizuschießen, so würde das Schießen keinen Spaß machen, sondern wäre eine gewöhnliche, banale Verrichtung. Der Fehlschuss ist also eine Art Tribut für den Treffer. Das Vermeiden der Fehlschüsse macht eben den Treffer und die Freude am Schießen und an der Jagd aus. Nun wollen wir Jäger möglichst sicher, gut und gleichbleibend schießen, um das Wild sauber und weitgerecht zur Strecke zu bringen. Und das liegt teilweise in uns und teilweise liegt es in unseren Waffen. Also hier haben wir einen jungen Schützen vor uns mit einer Flinte, die ich ihm gegeben habe und die ihm noch nicht vertraut ist. Das ist ein Kipplaufgewehr mit einem Ejektor. Die einzig sichere Art, um Unfälle zu verhindern, ist ja das Entladen, die Flinte leer zu haben. Und wenn man sie offen trägt, so erinnert das auch jeden anderen Mitschützen oder Mitjäger, seinerseits die Flinte zu entladen. Unmittelbar vorm Schießen auf dem Schießplatz oder auf der Jagd, wenn Wild zu erwarten ist, lädt man die Flinte. Bitte deutet das doch mal an. Du lädst also die Flinte, du machst sie zu. Ja, das war falsch, nicht? Gut, dass wir das gemacht haben. Mach sie nochmal auf, bitte. Aber beim Zuschlagen der Flinte, das ist richtig, eine Flinte zuzuschlagen. Man braucht sie nicht so zuzumachen. Aber beim Zuschlagen der Flinte ist der Moment, wo sie vielleicht am ehesten noch losgehen könnte. Mhm. Daher lässt man lieber die Läufe unten, nicht unmittelbar vor die Füße, sondern sagen wir mal 2-3 Meter davor und hebt den Kolben nach oben. Mach's doch nochmal, bitte. Jetzt angedeutet laden. Ja, sehr gut, nicht? Jetzt, wenn was passiert, während des Zuschnappens kann ja ein Schuss sich lösen. Weg. Ja. Und jetzt beim Hochnehmen entsichern. Ich schlag mal einen Halber hier an. Ja, und das war sehr richtig, dass du hier den Daumen herumgelegt hast. Denn es passiert, dass Leute beim Entsichern den Daumen hier liegen lassen und im Schuss spaltet ihnen der Öffnungshebel den Daumen vom Rückstoß. Nicht? Also das war richtig. Diese beiden Finger sollen einen Ring um den Kolbenhals bilden. Mhm. Das verhindert auch, dass man sich hier am Abzug beschädigt. Ja. Also jetzt ein paar Anfliegende. Ja. Wenn ich also über die Fehlschussursachen sprechen soll, die können im Schützen liegen. Sie können auch in der Tatsache liegen, dass er mit dem falschen Auge schießt und mit dem richtigen Auge wähnt zu schießen. Dass er also glaubt, er würde mit dem rechten schießen und stattdessen springt das linke Auge unbemerkt in die Funktion des Schießauges und führt zu einem Fehlschuss. Das ist das, was die Engländer nennen das Master Eye Problem. Es ist sehr häufig und es ist heutzutage meiner Ansicht nach häufiger geworden als früher. Und schon in den 20, 30 Jahren, wo ich am Schießplatz arbeite, habe ich festgestellt, dass es zunehmend eine Fehlschussursache geworden ist. Oh, was war das denn? Also du hast mit dem linken Auge geschossen. Du glaubtest, wie bisher, alles richtig zu machen, mit dem rechten Auge zu schießen. Und das Kommando ist aufs linke Auge übergegangen. Du warst so weit links. Ja? Ja. Ist dir nicht aufgefallen? Nee, ja, ja. Das ist eine sehr heimtückische Sache. Schieß noch mal ein oder zwei und mach probeweise mal das linke Auge zu. Ja. An sich ist es sehr gut, wenn man es offen halten kann. Wenn das linke aber stärker ist wie das rechte, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man bei Beginn der Dämmerung oder Ermüdung nicht aus Versehen mit dem falschen Auge schießt. Nochmal geradeaus auf eins. Denk ans Auge. Pfand nach vorne. Noch so eine. Prima. Dann gibt es Fehler, die in der Art der des Anschlages oder der Bewegung des Schützen liegen. Und zwar meistens hat der Schütze gelernt, fälschlicherweise gelernt, mit einer raschen, hastigen Bewegung die Flinte an den Kopf zu reißen, weil er meint, dadurch schnell zu werden. Großer Irrtum, er verschenkt dadurch Zeit, er wird langsam und schlecht. Er sollte im Gegenteil mit ruhigen Bewegungen schnell schießen. Er führt die Flinte mit der
Flugbahn des Zieles und währenddessen gleitet der Kolben ganz sachte in die Schulter und kaum, dass der Kolben in der Schulter liegt, bricht der Schuss. Das ist der Idealfall. Die Mündung fängt an, nicht der Kolben. Der Kolben muss sachte die richtige Stelle suchen und daher muss der Kolben, der Schaft, passen. Drunter, ne? Ach nein, Kopf oben lassen, wo er war. Der Kopf muss immer bleiben, wo er ist. Die Flinte, in diesem Fall der Schaft, muss nach dem Schützen gerichtet werden. Und bitte tu jetzt nicht aus Versehen oder in guter Absicht dich nach der Flinte strecken, um zu treffen. Lieber vorbeischießen, als einen falschen Schaft ermitteln. Nur an den Fehlschüssen kann ich den Schaft verbessern. Ja. Schlag nochmal an, jetzt zu hoch. Nein. War zu hoch, noch einmal. Ja, nein. War wahrscheinlich zu kurz. Er war zu kurz. Die ideale Flinte muss also passen. Das wird durch die Längen bewirkt. Das sind drei Längen, die man da unterscheidet. Zur Mitte, nach oben etwas mehr und nach unten. Dieser Winkel bewirkt sehr viel, nämlich ob die Flinte an der richtigen Stelle in der Schulter ihren Halt findet. Dann die Senkung, das bedeutet, wie hoch und wie tief der Schaft im Verhältnis zur Visierlinie liegt. Das sind zwei Punkte, an denen er gemessen wird, die vordere und hintere Senkung. Und endlich die Schränkung, die den seitlichen Fehlschuss oder eben den zentralen Treffer zum Gegenstand hat. Ein Schütze zum Beispiel mit breiten Schultern und engem Augenabstand wird eine andere Schränkung brauchen als jemand, der einen weiten Augenabstand und enge Schultern hat. Ja, also nochmal in halber Höhe. Bequem und ruhig anschlagen. Ja, so kann's gehen. So geht's. Ja gut. Dann bitte mal ein paar Tontauben. Diese Dinge gilt es zu bedenken. Und daher gibt es den Beruf des in England Gunfitters, also des Gewehranpassers, der nichts anderes macht, als Schäftet für den jeweiligen Schützen zu ermitteln, durch Schießen mit mehreren Gewehren oder mit einem verstellbaren Gelenkgewehr. Dieses Gewehranpassen, dieses Gunfitting ist deswegen sehr wichtig, weil es unmittelbar mit dem Treffen oder dem Vorbeischießen zu tun hat. Erreicht muss werden, dass der Schütze bei normalem Anschlag über die Läufe hinweg, mitten über die Laufschiene hinweg aufs Ziel sehen kann. Wobei zu bedenken ist, dass die Laufschiene kein Visier ist. Sie wird irrtümlicherweise zu einem Visier gemacht, indem der Schütze den Kopf senkt und dann drunter her schießt. Das ist falsch. Er muss den Kopf lassen, wo er ist, und er muss hoch über die Schiene hinweg sehen. Das gibt keinen Hochschuss, sondern dann schießt die Flinte geradeaus. Kopf oben lassen, ja. Bequem stehen, schön nach links das Gewicht, das ist falsch. Die Lunge ist richtig, jawohl. Los! Und schön nach vorne. Wir haben unterschossen. Aha. Nicht, weil sie drunter her geschwungen sind, sondern weil sie, darf ich mal alle ja. Weil sie das gemacht haben. Das. Wir haben den Kopf gesenkt. Jetzt lassen Sie mal den Kopf stehen, wo er ist, und blicken Sie über die Flinte weg. Über die Flinte weg. Wenn ich jetzt, schlagen Sie bitte noch. Ja? Und wenn Sie hier die Läufe noch, ja, so ist richtig, da schießt sehen. Jawohl. Jetzt stimmt die Höhe. Gehen Sie noch mal genauso, aber lassen Sie nicht sozusagen aufsitzen, sondern in derselben Ebene mit der Frau. Los! Mit der Mündung anfangen. So soll man schießen. So soll man schießen. Andere Fehlschussursachen beim Schützen liegen im Zielen. Das klingt jetzt paradox, man meint, man müsste zielen. Mit der Schrotflinte kann man nicht zielen. Da kann man nur aufs Ziel blicken, die Flinte drüber weggleiten lassen und schießen. Würde man zielen, also das Auge auf die Flinte zurücknehmen, dann würde die Flinte stehen bleiben. Sie gleitet mit, jetzt blicke ich auf die Flinte, schon bleibt sie stehen. Das ist ein Reflex, der ist unvermeidbar.
ist schon wieder eine. Ruhige Nerven durchgeschossen. Sehr schön. Ja. Noch eine. Ja, das konnte nicht gehen. Weißt du, welchen Fehler du gemacht hast? Nein, was war das jetzt? Ja, das ist ein sehr tückischer Fehler. Den macht man selbst. Du hast zwei, dreimal alles richtig gemacht. So angeschlagen, mitgeschwungen. Fach von dem ganzen Körper mitgegangen. Und beim dritten Mal hast du die linke Hand hier gelassen, die dahin gehört. Dadurch unterstützt du die Flinte in der falschen Stelle. Der Kolben kommt zu hoch und du schießt drunter her. Verstanden? Ja. Wenn du hier unterstützt, rutscht dir der Kolben. Man muss die Flinte, wie wenn man sie dehnen wollte, die linke Hand nach vorne gleiten. Schön durchschwingen. Vorm Schuss schwingen, im Schuss schwingen und nach dem Schuss. Ja. Weiter schwingen, bis Weihnachten. Ausgezeichnet. Noch so eine. Wo war der Schuss? Hinten. Hinten. Und du hast nicht weiter geschwungen. Du hast den Schuss abgesehen, den Schuss eingehalten. Ja. Nochmal. Kräftig durchschwingen. Gewicht schön links lassen. Jetzt feste. Das war der erste wirkliche Fehler. Du bist auf den rechten Fuß gefallen, hast die Flinte verkantet, es konnte nicht mehr treffen. Ja. Mach mal diesen Absatz leichter, den rechten Absatz leichter. Gewicht links lassen. Auf den linken Fuß? Ja. Jetzt mal vormachen. Geh mal links. Das Gewicht steht am linken Fuß. Der rechte kann ruhig etwas leichter stehen, dann ist er als Reserve da, wenn man nach rechts schwingt. Mhm. Der Schwung fängt hier an und du kannst den rechten Fuß ruhig etwas mitdrehen. Ja. Gewicht links lassen. Mhm. Je näher die Hand an der Mündung liegt, desto sicherer regierst du die Mündung. Wenn jetzt Wild kommt, Sie wissen, es kommt, sagen wir, aus dieser Gegend Wild, dann ist es gut, wenn Sie die Mündung über der gefährdeten Zone haben und nicht da. Erstens brauchen Sie dann keine große Bewegung mehr zu machen, wenn das Wild erscheint. Und zweitens sind Sie, es ist viel sicherer und Sie können entsichern und mit einer knappen Bewegung schießen, egal wie das Wild kommt. Sie brauchen nur noch dieses machen. Sie folgen also dem anfliegenden Wild mit der Mündung und ich mache es in der Zeitlupe vor und während des Schwingens rutscht der Kolben in die Schulter und ist er in der Schulter, bricht der Schuss. Die Treibjagd empfindet mancher Jäger als Höhepunkt der Niederwildjagd und sie läuft nach erprobten Regeln und Bräuchen ab. Gelingt sie gut, so treten die Mühen und auch die Kosten hinter der jagdlichen Freude weit in den Hintergrund. Die Freude über den stilvollen und würdigen Verlauf einer großen Jagd entspringt bewährten Traditionen, vor allem der Vorsicht, der Disziplin und der Achtung vor dem Geschöpf. Jagdliche Kunst und guter Stil sind ein großes Kulturgut, das wir pflegen und weitergeben wollen. The slow one, see? And that's good, it's as fast. No, the same thing happened. The same thing happened. I was far behind in the first 3 or 4 5 minutes. Dass die rechts und links an dir vorbeikommen. Ne? War das sehr schön. Du musst du wieder das Pferde machen. Gutes Treiben will gekonnt sein. Es setzt Erfahrung und Instinkt voraus. Und Passion. Hui. Auch wenn einmal viel Wild vorkommt, können gute Schützen damit fertig werden. Sogar Schwesterflinten, also ein paar genau gleich gebauter Gewehre, erhöhen nicht einfach die Feuerkraft, sondern sie entlasten den Schützen, damit er alle Aufmerksamkeit dem Wild zuwenden kann.
Entlastet und konzentriert wird er dann noch besser schießen. Dieser alte Mann ist ein wahrer Künstler, ein virtuoser Flintenspanner, also Lader. Schütze und Lader sind ein Team, das harmonieren muss. Er hat seit über 60 Jahren vielleicht den besten Jagdschützen der Welt die Flinten geladen. Es war und ist Kunst, aber auch eine große sportliche Leistung, in kurzer Zeit viel Wild sicher zu erlegen. Minimum war bei jedem Trieb pro Schütze 100. 100 Stück. 100 Stück und 100 Stück war Minderheitsarbeit. In jedem Trieb und war ein Kinderspiel. 100 Stück geschossen. Wie die Biene so viele Fasanen hat. Aber es würde nicht aufgezogen da. Nimmt denn jetzt das Fasan, was ein Teil ist? Alles wilde Fasan. Nur alles wird Fasan. Wahnsinn. Nach jedem Trieb wird das erlegte Wild aufgenommen und Verlorenes nachgesucht. Aber auch während des Treibens standen aufmerksame Hundeführer bereit. Gleich wird der Jagdleiter aufzählen, was gut oder auch nicht so gut war. Er hegt Wild heran und lädt zur Jagd ein. Er hat auch großen Einfluss auf den Ton und die Manieren während seiner Jagd. Eine Elster, ein Fuchs und ein Nussheer. Heidmanns Dank und wir verdanken uns sehr für die guten Schützen, weil es wirklich sehr schön geschossen wurde. Ich lasse jetzt ein paar Tauben auf dich zukommen. Ja. Schlag bitte ganz bequem an und lieber vorbeischießen, als sich unbewusst nach der Flinte zu strecken. Und mit ruhigen Bewegungen schießen, aber bei der ersten Gelegenheit. Fertig! Bitte ruhig bewegen und nicht beim Schuss auf die erste an die zweite denken, sondern immer nur die man schießt. Ja. Ja, du hast zwischen den Schüssen abgesetzt, das war richtig. Ja. Bitte scharf auf die Tauben sehen und bei der ersten Gelegenheit schießen. Nicht auf die Bäume sehen. Ja. Man trifft das, wo man drauf blickt. Sehr schön. Ja, etwas spät, aber gut. Wird es wichtig sein, stehen zu bleiben und im Stehen bleiben zu schießen. Ja? Aus der Bewegung. Ich möchte jetzt, dass du hier aus dem Gehen ein paar Tauben schießt. Ja? Wir gehen los. Es kommen Tauben, ohne dass ich sie abrufe, also unversehens. Dann bitte ruhig stehen bleiben, sofort schießen. Das ist wichtig für die Koordination. Also gehen wir ganz langsam los. Ja. Nun zurück zum Schießen lernen. In der Schießschule werden jagdmäßige Ziele vorgebracht. Hier geht es um das Ermitteln individueller Schaftmaße oder darum, dass man sich während des Schießens aus einer Reihe
von Flinten die passende heraussucht. Noch so eine. Auf dem Weg zum nächsten Stand erscheint vielleicht unerwartet ein Ziel und muss beschossen oder je nachdem geschont werden. Stehen bleiben, mitschwingen, schießen, laden. Also schießen muss Spaß machen. Gleich werden Sie jetzt einen wirklich begeisterten Schützen sehen. Einen Italiener, dem die Jagd von Jugend an Freude gemacht hat. Mein Vater hat mir als junger Kerl geschickt zu meinem Freund von ihm. Und er war sehr eleganter und guter Schütze. Und ich habe immer gefehlt, die Fasane, wenn die im Bouquet gekommen sind. Und dann mein Vater mir gesagt, dann dieser Freund von meinem Vater mir gesagt, weißt du, versteht das nicht. Du musst machen so, wenn du auf einem Fest bist, gehst du hinein in den Salon, wo die vielen Mädchen sind, und springst du von einem Mädchen zum anderen, triffst du keine, hast du keine. Wenn aber dich konzentriert auf eine, egal wie sie ist, schön, alt, jung, gehört zu dir, aber musst du konzentriert sein. So muss man den Fasane auch machen. Der Herz, den du siehst, gehört dir, ja? Aber musst du auch konzentriert sein. Wir haben angefangen. Aber verschiedenste Temperamente können zur gleichen Meisterschaft gelangen. Dieser Schütze ist einer der treffsichersten Jäger, die es heute noch gibt. In seiner Jugend kam die Passion mit paradiesischen Jagdmöglichkeiten zusammen, die heute allerdings kaum mehr verfügbar sind. Also vom fahrenden Pferdewagen auf fliegende Tauben. Damit hat man sowohl das instinktive Anschlagen von selber gelernt, als auch den hingeworfenen Schuss. Nicht? Man wusste, wie man den Schuss zum Objekt, zum Ziel hinwirft. Heute wird man schon aus Sicherheitsgründen auf andere Weise ein guter Schütze werden. Immer hat es gerade die guten, großen Schützen ausgezeichnet, Wild auch einmal unbeschossen zu lassen, wenn es etwa nicht gut anstrich oder vielleicht dem Nachbarn ein weitgerechteres Ziel geboten hätte. Jagd ist Kunst. Guter Stil im Schießen, Schießkunst, fördert die Jagdkultur.